Hallo, ihr fantastischen Leute. Und ja, ich bin ganz aufgeregt. Ja, es ist endlich da. Ich habe es wie viele andere sogar einen Tag früher bekommen. Die Limited Edition oder Collector's Edition, wie man es auch nennen will, von Link's Awakening ist da. Ha, wunderbar. Ich bin ganz hibbelig. Ja, wie ihr natürlich alle wisst, ist Zelda Link's Awakening eines meiner absoluten Lieblingsspiele für den Game Boy. Also mein Lieblingsspiel für den Game Boy und eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Deswegen, seitdem das am Jahresanfang angekündigt wurde, bin ich ganz hibbelig und jetzt habe ich es endlich vor mir liegen. Ja, vorweg, ich wollte eigentlich am Freitag dazu einen Stream machen. Das werde ich leider nicht schaffen, aber guck beim lieben Retro schon vorbei, der wollte da glaube ich was planen. Ich habe leider keine Zeit, es ist momentan sehr, sehr stressig für mich, aber in der nächsten Woche werde ich bestimmt ein oder zweimal einen Stream anwerfen, da habe ich nämlich Urlaub. Könnt ihr natürlich dann im Community-Tab bei den Ankündigungen alles sehen entsprechend. Aber, wollen wir gerade sagen, genug zugeschwallert, kommen wir zu der Box vorne. Ein schönes Artwork, finde ich sehr, sehr schön gezeichnet. Das Stil auch, ach, klasse, wunderbar. An den Seiten ist nicht viel, außer das Übliche. Und auf der Rückseite sind nochmal die ganzen Informationen, ne? Was ist dabei, das Artbook, das Steelbook, da bin ich besonders gespannt drauf. Und natürlich das Spiel an sich, ja, das ist nicht ganz so groß, ihr seht, meine Hand soll zwar gleich ein bisschen kleiner als ein DIN A4 Blatt ungefähr, aber ich würde sagen, genug geschnackt, ich bin ganz hibbelig, lass es uns aufmachen. Ich habe kein cooles Messer, deswegen muss es ein Küchenmesser tun. Ich gucke mal, irgendwo war das hier schon so leicht angerissen, das würde ich natürlich nutzen. Nicht, dass ich hier irgendwas kaputt mache. So. Einmal die Folie weg. So. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. So, Müll und Messer brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Komm weg. Ja, hier ist so eine kleine Bauchbinde. Das wird natürlich sein, hier wegen den Altershinweisen und so weiter. Bla, 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 bla. Auch das kommt weg. Ja, und hier haben wir sie. In ihrer vollen Pracht. Der Karton ist auch zum Glück in Ordnung. Es ist eine ganz normale Schubbox. Und hier habt ihr den Inhalt. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem Spiel an. Nichts Besonderes. Natürlich eingeschweißt. Das Amiibo habe ich mir auch noch bestellt, aber das kommt wahrscheinlich wann anders. Ja, wunderbar natürlich. USK 6 freigegeben. Komischerweise bei der Paketzustellung. Ich hatte bei Mediamarkt bestellt. Muss ich trotzdem muss ich beweisen, dass ich 18 bin, weil ich das bestellt hatte, bevor die Altersfreigabe, die offizielle, da war. Aber hey, ja, Spiel, wie gesagt, ich kann es gerne mal aufmachen, aber ich glaube, das... Ach, vielleicht haben sie ein Handbuch oder sowas drin. Jetzt hat er gerade gesprochen, ich brauche das Messer nicht mehr. So. Ich bin nämlich hibbelig und bevor ich da jetzt ewig dran rumfummel. So. Ja, leider ein Warnzettel. Hier, das Artwork ist ganz schön. Ja, Limited One und Co. machen sich da leider etwas mehr Mühe. Ich würde sagen, wir gucken uns mal das Steelbook an, was mir sehr, sehr gut gefällt. Oh, cool! Also auf der Vorderseite, ne, klassisch Gameboy natürlich, ist natürlich etwas größer. Ein Moment. Ich bin natürlich perfekt vorbereitet. Hier ist ein originaler alter Gameboy. Ist natürlich etwas größer, ja, wie normales Steelbook halt, nur dass ich es mal so als Vergleich habe. Natürlich hier der Titelbildschirm von Link's Awakening. Wie man sieht, vielleicht das ist so ein bisschen erhaben hier und so weiter. Also es ist nicht nur aufgedruckt, es ist eingeprägt. Was ich halt klasse finde, ist auf der Rückseite sogar hier dieses Modul da drin ist und auch hier die Packung hinten und alles. Hinten sogar hier Modellnummer und so weiter. Finde ich sehr schön gemacht. Und hier passt natürlich dann auch das Modul rein. Ach, und hier haben sie schön gemacht, hier die ganzen verschiedenen Orte und Screenshots. Ich halte es mal so ein bisschen ran. Sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir. Muss ich mal nutzen, um mir das genauer anzugucken. Das Steelbook, das wird auf jeden Fall in meinem Regal auf irgendeinem Aufsteller einen extra Platz finden. Ja, mir fehlt ja im Prinzip nur noch das Artbook. Und das ist natürlich hier unten. So, ist anscheinend von der Größe her DIN A5. So, finde ich aber schön mit dieser Zwischenbox gelöst und so weiter. Ja, ich würde mal sagen, wir blättern mal ganz, ganz grob durch. Wie viele Seiten hat es? Steht, ist nicht nummeriert. Okay, gut.
Aber gucken wir mal, ich packe den Game Boy mal weg. So. Ist halt normales Artbook, ne? Hier so ein bisschen der Stil und so weiter. Kukulint ist drauf. Wie gesagt, ich blätter mal ganz, ganz grob durch. Ob ich da mal eine explizite Blätterfolge zu mache, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Vielleicht mal so ein... Ich habe ja ein paar Collectors Editions, dass man sich mal so eine Artbook-Folge quasi vornimmt. Aber sehr schön, was uns hier erwartet. Schon mit dem ganzen Skelett und so weiter. Das sieht natürlich sehr mobile aus. Stimmt. Die Skelette waren damals auch dabei, ne? Aber das hat gar nicht so gewirkt irgendwie. Aber schön hier mit den Konzeptzeichnungen. Ach, dieser Roller und so weiter. Ja, schön gemacht. Ja, ist halt ein typisches Artbook. Ne? Keine Überraschung. Aber das war jetzt eh nicht der Hauptgrund, warum ich mir die Collector's Edition geholt habe. Sondern einfach, weil ich sie besitzen wollte und hier wegen diesen echt spitzen Steelbook, was echt geil aussieht. Aber wie gesagt, wir gucken hier mal ein bisschen durch. Okay. Ganz andere Stile hier. Faszinierend auf jeden Fall. Sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Mit verschiedene Stationen und so weiter. Ach, mein Lieblingsbild. Das so wird auch im Spiel zu finden sein. Wie gesagt, ich will jetzt das Video jetzt auch nicht künstlich in die Länge strecken. Ich würde sagen, irgendwann mache ich mal so eine Artbook-Blätterfolge oder irgendwie sowas. Da habe ich nämlich schon ein paar relativ seltene Dinger. Ja, schönes Artbook, schöner Einband, Papierqualität passt auch. Allgemein würde ich sagen, bin ich zufrieden mit der Collector's Edition. Mein kurzes Überraschungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wette, viele von euch werden das Spiel jetzt auch schon haben und spielen. Danke, dass ihr reingeschaut habt und wie gesagt, guckt heute Abend am besten mal im Retro Joe rein mit dem Stream und ansonsten werde ich das relativ kurzfristig ankündigen, wann ich mal die Zeit dazu finde. Wie gesagt, nächste Woche habe ich Urlaub, deswegen müsste das hoffentlich passen. Also ihr fantastischen Menschen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und vielleicht sehen wir uns ja auch Sonntag denn bei der RetroCon in Bonn. Da laufe ich nämlich auch verpeilt rum. Macht's gut, tschüss.